Wir hören heute 5 lebensverändernde Einsichten, die uns Menschen auf verschiedene Weisen aus ihren Nahtoderfahrungen mit zurückgebracht haben. Beginnen wir mit Einsicht Nummer 1. Höre damit auf, dich zu beschweren. Was wäre, wenn ich dir jetzt sagen würde, dass heute der letzte Tag in deinem Leben ist? Was wäre, wenn ich dir sagen würde, dass du morgen sterben wirst? Würdest du dich dann noch über diesen miesen Job beschweren? Oder darüber, dass dich jemand im Verkehr geschnitten hat? Natürlich würdest du das nicht tun. Du würdest sofort auf einer viel höheren Ebene über den Rest deines Lebens nachdenken. Du würdest ein für alle Male realisieren, dass jede Minute und jede Sekunde deines Lebens wertvoller sind als alle Schätze auf der gesamten Welt. Und das ist die Einstellung. Das ist alles, was du in deinem Leben brauchst. Wenn du nicht hier und jetzt darüber aufgeregt wirst, was du als nächstes mit dem einzigartigen Geschenk deines Lebens anstellen wirst, wann soll das dann passieren? Sicher, du hast Verpflichtungen in der Schule, im Beruf und du hast Kredite, Kinder und andere Menschen, die von dir abhängig sind. Doch du musst dir selbst auch deutlich klar machen, dass du in einer Welt voller unendlicher Gelegenheiten lebst. Der Fakt, dass du hier am Leben bist, ist ein Wunder für sich selbst. Dir ist eine begrenzte Zahl an Tagen als einzigartiges Geschenk überlassen worden. Da gibt es keinen Raum für Beschwerden, denn im Angesicht deines nahen Endes würdest du nur all die ungezählten Gelegenheiten sehen, die sich jetzt nicht mehr realisieren lassen würden. Es gibt daher niemals einen Grund dafür, den Kopf an einem Montagmorgen hängen zu lassen. Dieser Montagmorgen ist tatsächlich ein neuer Tag in deinem Leben. Ein Tag voller Gelegenheiten, die nur darauf warten, von dir ergriffen zu werden. Für jede neue Gelegenheit musst du den Blick vom Boden erheben und voller Liebe, voller Aufmerksamkeit und voller Interesse die Welt um dich herum betrachten. Tritt innerlich einen Schritt zurück und erkenne das Wunder deiner Existenz. Einer Existenz, die kein Verständnis für Beschwerden besitzt, da sie voller Gelegenheiten ist. Mach dir klar, dass du die Welt erobern kannst, wenn du einen neuen Weg versuchst, denn du bist ein solcher Glückspilz, überhaupt am Leben zu sein. Einsicht Nummer 2. Genieße dein Leben. Verstehe, dass du nicht in dieses Leben getreten bist, um nur ein winziges Rädchen in einem riesigen Getriebe zu sein. Dir ist dein Leben geschenkt worden, um Freude daran zu haben. Du musst die Freude in deinem Leben immer wieder neu finden. Deshalb musst du dich in deiner Sicht auf das Leben immer neu fortentwickeln. Deshalb gibt es kein Gesetz im Universum, dass du beispielsweise ein Leben lang nur einen Job machen musst. Um dein Leben zu genießen, musst du dich selbst immer besser verstehen. Du musst dich ständig neu erfinden. Trenne dich von alten Ideen und lasse neue in dein Leben treten. Sei du die Flexibilität selbst. Einsicht Nummer 3. Träume nicht durch dein Leben. Das heißt, mach dir klar, was du willst. Und was du willst, wird sich in deinem Leben noch oftmals ändern. Doch wisse, was du jetzt willst, in jedem Moment deines Lebens. Wenn du dich beispielsweise nach einer Arbeit umsiehst, dann suche dir eine Arbeit, die du auch dann tun würdest, wenn du das Geld nicht brauchen würdest. Und ist dir das nicht sofort möglich, dann suche nach der Arbeit, die deinem Ziel aktuell am nächsten kommt. Und dann bewege dich auf dein Ziel zu. Du willst nicht auf den unbekannten Tag X warten, um dich endlich mit dem zu beschäftigen, wofür du wahrhaft geschaffen bist. Du willst das genauso wenig aufschieben, wie du dir deine erste Romanze aufsparst, bis du mal ein alter Mensch bist. Das wäre keine gute Idee. Du willst stattdessen wirklich die Arbeit in deinem Leben machen, die du absolut liebst. Gib nicht auf, bis du dort angelangt bist. Verstehe, dass du einzigartig bist. Es gibt kein einziges, zweites Exemplar wie dich im Universum. Deshalb willst du deine eigenen Talente, und wenn sie für andere noch so unscheinbar erscheinen, du willst deine persönlichen Talente anerkennen und das damit tun, wofür du am besten geschaffen bist. Alles andere bedeutet eine Verschwendung all dessen,
was dich so einzigartig macht. Denn du bist ein Geschenk für die Welt. Einsicht Nummer 4. Kenne dein Ziel. Ein Ziel im Leben zu haben, macht den Unterschied. Du willst nicht wie Treibholz dahin treiben. Das Problem, das die meisten Menschen mit ihren Zielen haben, ist, dass sie davon ausgehen, dass es einen geraden Weg geben muss, der zu ihrem Ziel führt. Doch deine Lebenserfahrung zeigt dir schmerzhaft deutlich, dass diese Vorstellung falsch und naiv ist. Ständig tauchen neue Hindernisse auf dem Weg zu deinem Ziel auf. Und tatsächlich ist es so, dass du den Weg zu deinem Ziel überhaupt nicht kennst, bis du deinen Weg gegangen bist. Das ist nicht der Weg, sondern dein Weg. Finde deinen Weg. Deshalb ist das Ziel so wichtig. Dein Ziel treibt dich an. Es lässt dich den Hindernissen ausweichen oder sie überwinden. Dein Leben will von dir erobert werden. Dein Leben ist eine Reise durch unbekanntes Territorium und gerade Wege gibt es dabei nicht. Deshalb kenne dein Ziel. Verstehe, dass du ohne Ziele im Leben von jedem Hindernis zum Halten gebracht wirst, bis du irgendwann dann ganz stehen bleibst, ohne jemals nochmal loszulaufen, um zu sehen, was dein Leben für dich am nächsten Tag bereithält. Doch du musst dir dein Ziel selbst geben. Es muss dein Ziel sein. Nicht das deiner Eltern, nicht das deines Partners oder das von sonst irgendwem. Wenn es nicht dein ureigenes Ziel ist, dann wird es keine Kraft in dir geben, die dich erneut antreibt, dieses Hindernis vor dir zu erobern. Einsicht Nummer 5. Stelle dich täglich deinen Ängsten. Verstehe, dass Angst einer der ganz großen Lügner ist. Wenn dir deine Angst beispielsweise rät, dass du dich blamieren wirst, wenn du deine Gefühle einem Menschen gegenüber offenbarst. Wenn dir deine Angst einflüstert, dass er oder sie dich nie ansehen oder nie beachten wird, dann ist das Unsinn. Gib diesen Menschen eine Chance. Vor allem, gib dir selbst eine Chance. Wenn dir deine Angst sagt, dass du diesen Menschen ignorieren sollst, wenn er an dir vorbeiläuft, dann wisse das. Angst ist nicht dein Freund. Angst ist die stärkste Bremse in deinem Leben. Deshalb willst du deine Ängste täglich konfrontieren. Die meisten Menschen haben ganz genau die gleichen Ängste wie du selbst. Und so auch dieser Mensch. Zögere deshalb nie, respektvoll auf ihn zuzugehen. Und so ist das mit allen Ängsten. Du kannst sie bezwingen, indem du ihnen täglich neu ins Angesicht blickst. Wenn deine Ängste zu vertrauten Bekannten werden, werden sie ihren Schrecken verlieren und dann kannst du weiter auf deiner ganz eigenen Reise voranschreiten, so wie es für dich bestimmt ist. Verstehe, dass nur Bewegung, innere und äußere Anstrengungen dich deinem Ziel näher bringen. Hindernisse sind ohne Bedeutung, denn sie sind einfach nur ein Teil deines Weges. Und erst, wenn du angekommen bist, erst wenn du dich dann umdrehst und nun zurückblickst, erst dann kannst du erkennen, dass dieser verzwickte Weg voller Hindernisse und Sackgassen von Anfang an die Möglichkeit war, dich zu genau deinem Ziel zu führen. Es gibt deinen Weg zu deinem Ziel. Nochmal, lass mich wissen, welches deine Lieblingseinsicht ist und gibt es andere Einsichten, die hier noch fehlen? Schreibe mir das in die Kommentare, sodass sie hier in der Zukunft aufgegriffen werden können. Und zum Schluss vielen Dank dafür, dass ihr hier wieder mit mir gemeinsam dabei wart.